بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen inshallah ta'ala heute beginnen, über die großen Zeichen des jüngsten Tages zu sprechen. Und bevor wir jedoch inshallah ta'ala mit diesem Thema beginnen werden, möchte ich sehr, sehr gerne inshallah ta'ala kurz auf eine sehr, sehr emotionale Geschichte eingehen, aus der wir inshallah ta'ala auch sehr viele Lehren ziehen können für uns. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Geschichte, die sich gestern abgespielt hat. In Ägypten, in der Provinz Taqahliya, der Ahliya. Und zwar geht es dort um ein Familiendrama, wo eine Mutter ihre drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, der Sohn ist 12 Jahre alt, der Älteste, die anderen sind, glaube ich, 10 und 8 irgendwie, sie geschlachtet hat. Das heißt, sie hat sie umgebracht mit einem Messer und hat daraufhin versucht, sich selbst umzubringen, das Leben zu nehmen. Diese Geschichte hat natürlich in den sozialen Netzwerken für viel Aufsehen gesorgt. Aber wir können aus dieser Geschichte und wie der Ehemann und der Vater dieser Kinder darauf reagiert hat und was er gesagt hat und was die Hintergründe dieser Geschichte betrifft, sehr, sehr viele Lehren ziehen für uns ganz persönlich. Und zwar hat das Video von der Genese, die, glaube ich, heute stattgefunden hat, oder gestern, ich weiß es nicht, aber heute oder gestern stattgefunden hat, ist viral gegangen online, auf YouTube, auf den sozialen Netzwerken, wo der Vater dann in das Mikrofon gesprochen hat, bevor er das Janaze-Gebet für seine Kinder vollzogen hat, in einer ruhigen Stimme, gefassten Stimme, und erst einmal Allah subhanahu wa ta'ala gedankt hat. Und Allah ta'ala auch um Geduld gebeten hat und für seine Kinder um Barmherzigkeit gebeten hat und daraufhin über seine Frau gesprochen gehabt, dass sie eine gute Frau war, welche jedoch krank ist, psychisch krank, und Dua gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Heilung gibt. Aus dieser Geschichte von dem Abu Ahmed, er heißt Abu Ahmed, weil sein ältester Sohn hieß Ahmed, können wir sehr, sehr viele Lehren ziehen. Die erste Lehre ist die Lehre der Geduld, Sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diesen Mann sehr hart geprüft. Also man kann kaum, glaube ich, schwieriger geprüft werden, als seine drei Kinder zu verlieren durch seine eigene Ehefrau. Und dann auch noch seine Ehefrau. Aber er hat im Grunde genommen genau das umgesetzt, was Allah ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von einem Muslim verlangen, in einer Situation, wo man hart geprüft wird. Und zwar Geduld zu haben. Einmal kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an einem Grab vorbei. Und er sah eine Frau vor diesem Grab, welche Wehklage betrieb und laut weinte und sich beschwerte über ihren Zustand. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihr sprach: Isbiri ya hadhi. Hab Geduld, Frau. Sie sah den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht und sagte dann zu ihm: Innaka lam tusab bi musibati. Dir ist nicht dasselbe widerfahren, was mir widerfahren ist. Dich dasselbe Unglück widerfahren, was mir widerfahren ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ging weiter. Einige Leute haben das gesehen, gingen zu dieser Frau und sagten: Weißt du, wer gerade mit dir gesprochen hat? Es war der Gesandte Allahs gewesen, sallallahu alaihi wa sallam.
Die Frau schämte sich, ging zum Haus des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, rief den Propheten und sagte: Ja, Rasulallah, ich wusste nicht, dass du es bist. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihr aufzeigte, was Geduld bedeutet und sagte: Innama as-sabru 'inda al-musibati al-ula. Geduld ist im ersten Moment des Unglücks. Nicht später, wo ich ohnehin Geduld haben muss, sondern in dem Moment, wo dir etwas passiert. In dem Moment, wo Allah Ta'ala dich prüft, brauchst du Geduld. Und dieser Bruder, Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat ihm diese Geduld eingegeben. Man muss sich das mal vorstellen, deine drei Kinder werden umgebracht von deiner eigenen Frau. Kann man sich kaum vorstellen. Und sie ist krank, sie kann vielleicht nichts dafür. Also was für ein Schicksalsschlag muss das sein? Das ist unglaublich. Und dann solche Worte zu finden, ein Tawfiq, eine Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt könnte man natürlich sagen, und er hat auch noch folgende Ayah zitiert: Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Vielleicht verhasst ihr etwas, obwohl es besser für euch ist. Und dann am Ende, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, hat er dreimal wiederholt. Allah weiß und ihr wisst nicht. Allah weiß und ihr wisst nicht. Allah weiß und ihr wisst nicht. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, was könnte denn in diesem Unglück, dass drei Kinder umgebracht werden von der Mutter, Gutes sein? Worin könnte denn hier das Gute liegen? Erst einmal, ich weiß es nicht, nur Allah Ta'ala weiß es. Aber in allem, egal was dir passiert, liegt etwas Gutes. Vielleicht auch nur, dass dieser Mann mit seinen Worten, mit seiner kurzen Rede, die vielleicht gerade mal eine Minute lang gewesen ist, Millionen von Menschen auf dieser Welt erreicht hat, welche alle eine Lektion in der Geduld erlernt haben und er die gesamte Hasanat dafür bekommt. Vielleicht auch nur das. Dass vielleicht Millionen Menschen durch ihn Hidayah finden. Vielleicht auch nur das. Ja. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Vielleicht hasst ihr etwas, aber es ist besser für euch. Ich weiß nicht, worin das Gute liegt als Mensch. Genauso wie ich auch nicht weiß, worin das Schlechte liegt. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Und vielleicht liebt ihr etwas, obwohl es schlecht für euch ist. Nicht gut für euch ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in diesem Kontext etwas anderes gesagt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ist auf ein ganz anderes Thema bezogen, was aber auch mit der Familie zu tun hat. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wer das Asr-Gebet verpasst, nicht betet, so ist das so, فَكَأَنَّمَا وُتِّرَ أَهْلُهُ. So ist das so, als hätte er seine Familie verloren. Jetzt sagt jemand, aber ich habe oft schon kein Asr gebetet und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es mir jetzt so schlecht geht. Ja, nicht in der Dunya, aber im Akhira. Vielleicht wirst du das so stark bereuen im Akhira, dass du das Asr-Gebet verpasst hast, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass es für dich so ist, als hättest du deine eigene Familie verloren. Als hättest du deine eigene Familie verloren. Und du wirst es so bereuen, als hättest du deine Kinder verloren. Ich weiß es nicht. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Die Maßstäbe am jüngsten Tag sind andere als in dieser Dunya. Die Maßstäbe am jüngsten Tag sind andere als in dieser Dunya. Und wir sollten aus diesem Grund von Abu Ahmed lernen. Uns diese Geduld aneignen in unserem Leben. Dass wenn uns etwas Schlechtes zustößt, Allah Ta'ala uns mit etwas prüft. Dass wir genau das tun, weil es am Ende für uns besser ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt sallallahu alaihi wa sallam über den Mu'min: Ajaban li amrin mu'min. Bewundernswert ist die Angelegenheit des Mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seine Angelegenheit ist in jeder Hinsicht gut für ihn. In asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu. Wenn ihm Gutes zustößt, ist er dankbar und es ist besser für ihn. Wa in asabathu darra'u sabara fa kana khayran lahu. Und wenn ihm Schlechtes zustößt, ist er geduldig und das ist besser für ihn. Subhanallah.
In jeder Hinsicht ist es gut für die Mu'min. Selbst der schlimmste Schicksalsschlag ist gut für die Mu'min. Weil er nämlich geduldig ist und Allah subhanahu wa ta'ala ihm für seine Geduld den vollen Lohn geben wird. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Die Geduldigen werden ihren Lohn vollständig erhalten, ohne jegliche Abrechnung. Allahu Akbar. Vollständig erhalten, ohne jegliche Abrechnung. Was lernen wir noch aus dieser Geschichte? Diese Mutter, die ihre Kinder getötet hat aufgrund ihrer psychischen Probleme. Erst einmal wird Allah Ta'ala sie dafür zur Rechenschaft ziehen oder nicht. Das kommt ganz darauf an, ob sie bei sich war oder ob sie nicht bei sich gewesen war. Aber der Islam lehrt uns, dass ein Mensch, der nicht weiß, was er tut, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala ihn dafür nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Selbst wenn er einen anderen Menschen umbringen sollte. Subhanallah. Deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Rufi al-Qalam an-Thalaf. Der Stift, der niederschreibt, was du tust, wird bei drei Menschen angehoben. Das heißt, der wird nicht niedergeschrieben. An al-Tifli hatta yablugh. An al-Sabiyyi hatta yablugh. Bei einem Kind, bis es die Pubertät erreicht. Also solange ein Mensch nicht in der Pubertät ist, wird er nicht für das, was er tut, zur Rechenschaft gezogen. وعن المجنون حتى يعقل. Und beim Verrückten, bis er wieder Verstand hat. Und verrückt ist ein weiter Begriff. Ein Begriff, der natürlich auch psychisch kranke Menschen umfassen kann, die in einem bestimmten Moment nicht mehr wissen, was sie tun. وعن النائم حتى يستيقظ. Und bei einem Schlafenden, bis er aufwacht. Also jemand, der schlafwandelt und da irgendwas macht, Allah subhanahu wa ta'ala zieht ihn dafür nicht zur Rechenschaft. Das ist das eine. Das andere aber ist etwas viel Wichtigeres, was wir daraus entnehmen können. Und zwar, dass in islamischen Ländern, aber auch in der islamischen Community hier in Europa und Deutschland immer noch der Gang zum Psychologen eine sehr, sehr hohe Hürde für die Menschen darstellt. Wie konnte es so weit kommen, dass eine Mutter, die gebildet ist, sie war Lehrerin gewesen an der Schule, wie kann es so weit kommen, dass eine Mutter ihre eigenen Kinder umbringt? Sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben, wie es in den Medien auch stand, wo sie auch gesagt hat, ich versuche meine Kinder ins Paradies zu befördern. Ach so, eine Sache noch, subhanallah ta'ala, ihr ältester Sohn Ahmed, er war Autist gewesen, konnte nicht richtig reden und sprechen. Und der Mann hat im Ausland gearbeitet, in Saudi-Arabien. Das heißt, diese ganze Last lag auf ihr. Und das hat dann wahrscheinlich zu psychischen Problemen, psychischem Druck geführt. Manche sprechen in den Medien von Depressionen, starken Depressionen. Woraufhin sie dann das getan hat und versucht hat, sich selbst das Leben zu nehmen. Aber sie hat subhanallah überlebt. Was vielleicht eine noch viel stärkere Strafe für sie ist, als wenn sie, sage ich mal, gestorben wäre. Weil sie jetzt natürlich damit leben muss, dass sie ihre eigenen Kinder umgebracht hat. Aber unabhängig davon, was lernen wir daraus? Dass wir als Muslime aufklären müssen, dass es psychische Krankheiten und körperliche Krankheiten gibt. Bei körperlichen Krankheiten muss ich zu einem Arzt gehen, der mir helfen kann, der mir Medikamente verabreichen kann, wenn ich Schnupfen habe, eine Grippe habe, Bauchschmerzen habe, egal was es ist, ich gehe zu einem Arzt und da hat keiner mit Problemen. Aber ich habe oft selbst erlebt, wie Leute mich komisch anschauen, wenn ich ihnen sage, Bruder, Schwester, ich rate dir, zu einem Psychologen zu gehen. Oft kommen Leute zu mir und sagen, Sheikh, kannst du mich belesen? Ich habe einen Djinn, ich wurde verzaubert, schwarze Magie, etc. Und wenn du dann mit ihnen sprichst, merkst du, da ist nichts dergleichen. In der Regel, in 90% der Fällen, die ich erlebt habe, sind das meistens psychische Probleme. Und wenn du dann aber den Leuten das sagst, Schwester, guck mal, ich glaube, du hast ein psychisches Problem. Nicht so direkt natürlich. Ja, man versucht das natürlich schön zu verpacken. Ja, aber warst du denn schon einmal bei einem Psychologen gewesen und hast dich untersuchen lassen? Da verändert sich automatisch die Mimik und die Stimme dieser Person. Du merkst, diese Person glaubt, dass du ihr sagen möchtest, sie sei verrückt. Weil immer noch der Gang zum Psychologen bedeutet, ah, der ist verrückt. Das hat nichts mit Verrücktsein zu tun.
Depression ist eine Krankheit, die es überall auf der Welt gibt. Und da hilft auch nicht dein Gebet. Natürlich hilft das Gebet grundsätzlich bei Krankheiten im Allgemeinen. Aber wer unter einer Depression leidet, der muss behandelt werden. Der muss behandelt werden. Wer Burnout hat, muss behandelt werden. Und subhanallah, viele Muslime haben noch nicht dieses Bewusstsein und denken, Psychologe heißt gleich, ich muss in die Klapse. Ich bin verrückt und ich werde eingesperrt etc. Nein! Bei einem Psychologen wird untersucht, ob du ein psychisches Problem hast und ob du eventuell Medikamente verabreicht bekommen kannst, die dir helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen, oder ob du dann eine Therapie bekommst bei einem Psychologen oder Psychotherapeuten, der dir hilft, dann auch dieses Problem loszuwerden. Das ist etwas ganz Natürliches. Und vielleicht hätte man diese Familie retten können, wenn zuvor jemand, diese Frau, dann zu einem Psychologen oder einer Psychiatrie oder zum Psychotherapeuten gebracht hätte, wo sie dann eine Behandlung bekommen hätte. Und die Kinder wären dann vielleicht noch am Leben gewesen. Ja? Und all das zeigt uns, wir können sehr, sehr viel daraus lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Kinder annehmen, insha'Allah ta'ala, und der Frau vergeben für das, was sie getan hat. Und ebenfalls dem Mann viel, viel Geduld geben. Und diese Geschichte hat mich wirklich sehr, sehr stark bewegt. Und ich wollte einfach, dass wir insha'Allah ta'ala da einige Lehren für uns aus dieser Geschichte ziehen. Kommen wir insha'Allah ta'ala jetzt, meine lieben Geschwister, zu dem heutigen Thema. Wir wollen heute bi'iznillahi azza wa jal anfangen, über die großen Zeichen des jüngsten Tages zu sprechen. Und bevor wir auf dieses erste Zeichen eingehen werden, und zwar dem Al-Masih Dajjal, über den wir als erstes sprechen werden, müssen wir zunächst erst einmal allgemein über die großen Zeichen sprechen. Und was es mit den großen Zeichen auf sich hat. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten uns ausschließlich mit den kleinen Zeichen beschäftigt. In den letzten beiden Wochen haben wir uns mit einem Übergangszeichen beschäftigt, was einige Gelehrte als großes Zeichen gewertet haben, andere noch als kleines Zeichen. Man kann aber sagen, es ist eine Art Übergangszeichen, und zwar haben wir uns mit dem Al-Mahdi auseinandergesetzt und beschäftigt. Heute wollen wir anfangen, insha'Allah ta'ala, mit den großen Zeichen, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam explizit in einigen Überlieferungen erwähnt hat. Und wir werden auch gleich verstehen, warum es sich hierbei um große Zeichen handelt und nicht mehr um kleine Zeichen. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt, wie es von Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari überliefert wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam blickte auf uns, während wir gerade etwas diskutierten. Er sagte, über was sprecht ihr gerade? Wir sagten, wir sprechen gerade über die Stunde. Er sagte, sie wird nicht eher eintreten, bevor ihr 10 Zeichen davon gesehen habt. Und das sind jetzt diese 10 Zeichen, die wir als große Zeichen, Al-Alamat Al-Kubra, sprechen oder bezeichnen. Al-Alamat Al-Kubra, Alamat Al-Sa'a Al-Kubra. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erwähnt jetzt diese 10 Zeichen. Barakallahu fik. Und er sagt sallallahu alaihi wasallam Folgendes. Ad-Dukhan. Er zählt sie jetzt einfach auf. Der Rauch. Ad-Dajjal. Der Messias Ad-Dajjal. Ad-Dabba. Das Vieh oder das Tier. Tulu' al-Shams min Maghribiha. Das Aufgehen der Sonne vom Westen. Nuzul Isa, das Herabsteigen von Isa, Jesus, alayhi salam. Ya'juj und Ma'juj, Gog und Magog. Thalathat Khusuf, 3 Erdrutsche. Einer im Osten, einer im Westen und einer auf der arabischen Halbinsel. Das sind 3 Zeichen. Also jedes ist ein Zeichen. Und dann das letzte Zeichen wird ein Feuer sein, das aus dem Jemen kommen wird und die Menschen zum Versammlungsort treiben wird. Diese 10 Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat, nennt man große Zeichen. Warum jetzt diese Unterscheidung zwischen
großen Zeichen und zwischen kleinen Zeichen. Das sind doch alles Zeichen. Warum diese Unterscheidung? Und ich meine, einige der Zeichen, die wir gehört haben, sind ja auch teilweise merkwürdig. Der Unterschied ist, erstens, dass diese großen Zeichen wirklich kurz vor dem jüngsten Tag kommen. Was heißt kurz davor? Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie viele Jahre. Wir können jetzt nicht genau sagen, jetzt weiß ich nicht, dann 10 Jahre später wird der jüngste Tag beginnen. Das wissen wir nicht. Es kann sich auch um Jahrzehnte handeln. Allahu a'lam. Was ist kurz und lang? Ja? Das ist relativ, das muss man immer relativ sehen, kurz und lang. Was sind 100 Jahre im Vergleich zu 2000 Jahren? Nichts. Das ist ein 20. Ja? Und was sind 1000 Jahre im Vergleich zu 10.000 Jahren? Wiederum nichts. Und da sehen wir, es ist relativ. Aber dieser Hadith deutet darauf hin, dass diese Zeichen relativ kurz vor dem jüngsten Tag erscheinen werden. Das ist das Erste. Also es hat eine zeitliche Komponente, warum sie als große Zeichen bezeichnet werden. Dann, der zweite Aspekt ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, خُرُوجُ الْآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَىٰ إِثْرِ بَعْضٍ يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَتَابَعَ الْخَرْزُ فِي النِّظَامِ. Was heißt das? Die Zeichen sind wie Perlen aneinandergereiht auf einer Kette, diese großen Zeichen. Wenn die Kette reißt, fallen alle nacheinander zu Boden. Stellt euch das mal vor. Ihr habt ein Zipha, ja, oder eine Perlenkette. Und was passiert, wenn diese Perlenkette reißt? Alle Perlen fallen nacheinander direkt auf den Boden. Du kommst gar nicht mehr hinterher, du kannst gar nicht mehr aufhalten. Das ist euch sicherlich schon oft passiert. Ja, gerade bei den Schwestern, wenn sie irgendwelche Ketten haben, ja, dann reißt es dann plötzlich alles auf den Boden. Und du kommst gar nicht hinterher, um das zu machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, dass es bei diesen großen Zeichen genau so ist. Und wir werden das auch sehen, insha'Allah ta'ala, wenn wir uns dann im Einzelnen mit den großen Zeichen beschäftigen werden, dass alles aufeinander folgt, subhanallah. Ob es jetzt Isa alaihi salam ist oder der Dajjal, alles in einer Zeit. Ya'juj und Ma'juj, alles passiert in einer Zeit. Das ist die zweite Komponente. Also wir haben einmal eine zeitliche Komponente, das ist relativ kurz vor dem jüngsten Tag. Ja, jetzt brauchen wir auch nicht. Okay, dann lass einfach. Und dann haben wir die Komponente, dass sie schnell aufeinander folgen. Aber es gibt noch eine weitere Komponente. Und zwar, dass diese großen Zeichen auch wirklich groß in ihrer Wirkung sind. Diese großen Zeichen sind groß und gewaltig in ihrer Wirkung. Sie werden wirklich fast alle Menschen betreffen. Wenn wir vom Masih al-Dajjal sprechen, dann sprechen wir was? Von einer Person, welche die gesamte Welt bereisen wird. Wenn wir von Isa alaihi salam sprechen, dann sprechen wir von einem Propheten, der herabkommen wird und der die gesamte Welt beeinflussen wird. Wenn wir von Ya'juj und Ma'juj treffen, die gesamte Welt oder die Hälfte der Erdfläche wird betroffen sein, weil sie nämlich alles zerstören werden. Wenn die Sonne im Westen aufgehen wird, das wird jeder sehen. Wenn dieses Tier plötzlich erscheint, das wird jeder mitbekommen. Also es sind Zeichen, die wirklich die gesamte Menschheit betreffen. Während die anderen kleinen Zeichen, die wir besprochen hatten bisher, meistens Zeichen waren, welche entweder lokal sind oder nicht wirklich direkten Einfluss auf die gesamte Menschheit haben, sind zwar deutliche Zeichen, aber sie sind nicht so gewaltig wie diese großen Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier dann aufgezeigt hat. Eine vierte Komponente ist, dass mit diesen großen Zeichen teilweise physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Das System der Welt, wie wir sie bisher gekannt haben, wird komplett verändert. Du hast plötzlich einen Mann, der behauptet, Gott zu sein. Ich meine, es gab schon immer Menschen, die behauptet haben, Gott zu sein, aber er wird Dinge tun, wo die Menschen ihm wirklich glauben werden, dass er Gott ist. Stellt euch das mal vor. Die Menschen werden glauben, er sei Gott. Die Menschen werden mit eigenen Augen sehen,
wie er Tote zum Leben erweckt. Das können wir nur aus Geschichten von Isa alaihi salam. Ja, das werden plötzlich Menschen mit eigenen Augen sehen. Die Sonne geht plötzlich im Westen auf. Krass, physikalische Gesetze, ja, außer Kraft gesetzt. Ja, der Schatten schießt morgens auf, plötzlich so, es fällt dir irgendwas auf, so, hä? Irgendwie kommt die Sonne von der falschen Seite. Unglaublich, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Du bist daran gewöhnt, ich meine, wir merken das vielleicht nicht, aber du bist gewohnt, ah, morgens kommt die Sonne, scheint sie sozusagen von der Seite in den Raum rein und plötzlich schießt du auf und denkst, hä, ist es gerade Abend oder ist es morgens? Träume ich? Was ist los? Ist vorbei, Khalas. Ein Tier, was plötzlich erscheint und was die Menschen markieren wird. Die Menschen werden markiert sein. Sie werden wissen, wer Muslim ist, wer Käfer ist. Das sind Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und daran erkennen wir in dieser vierten Komponente, dass das System der Welt, wie wir es heutzutage kennen, komplett verändert wird. Es wird auf den Kopf gestellt. Dinge verändern sich. Ein Prophet kommt herab. Ja, das sprach Allah. Ein Prophet, an den die Hälfte der Menschheit glaubt, mehr als die Hälfte der Menschheit. Muslime glauben an ihn, Christen glauben an ihn. Ja, mehr als die Hälfte der Menschheit glaubt an diesen Menschen. Und er kommt plötzlich und wird aufzeigen, dass der Islam die wahre Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala war und dass er selbst ein Muslim ist. Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und diese vierte Komponente ist ebenfalls eine wichtige Komponente. Also wir haben vier Komponenten, warum ja, die großen Zeichen sich unterscheiden von den kleinen Zeichen, warum wir sie überhaupt große Zeichen nennen. Einmal zeitlich, kurz davor. Zweitens aufeinanderfolgend. Drittens Riesenwirkung. Und viertens außergewöhnlich. Absolut außergewöhnlich, etwas, was die Menschen so noch nie erlebt haben in ihrer gesamten Geschichte. Und das allererste Zeichen, meine lieben Geschwister, mit dem wir uns beschäftigen werden, insha'Allah ta'ala, ist der Al-Masih Ad-Dajjal. Wir wollen heute nur eine kleine Einführung machen. Eine kleine Einführung machen zu dem Al-Masih Ad-Dajjal. Bevor wir jedoch auf den Al-Masih Ad-Dajjal selbst und direkt zu sprechen kommen, muss uns erst einmal bewusst sein, dass es kein Volk gab und keinen Propheten gab, den Allah Ta'ala gesandt hat, der sein Volk nicht vor dem Al-Masih Ad-Dajjal gewarnt hat. Das finden wir auch in der christlichen Tradition mit dem Antichristen. Es gibt kein Volk, kein Prophet, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, der nicht vor dem Al-Masih Ad-Dajjal gewarnt hat. Und es gibt mehrere authentische Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nochmal das bestätigt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es von Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages aufstand, um eine Predigt zu halten, vor den Menschen. Er lobpreiste Allah, so wie es ihm gebührt, und hat daraufhin angefangen, über den Dajjal zu sprechen. Und er sagte, Inni la unzirukumu. Ich warne euch vor ihm. وَمَا مِن نَبِيٍ إِلَّا أَنذَرَهُ قَوْمَهُ. Und es gab keinen Propheten vor mir, der nicht sein Volk vor ihm gewarnt hat. Allahu Akbar. وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌ لِقَوْمِهِ. Aber ich sage euch über ihn etwas, was noch kein Prophet zuvor seinem Volk über ihn gesagt hat. إِنَّهُ أَعْوَرُ. Er ist einäugig. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ. Und Allah Ta'ala ist nicht einäugig. Subhanallah. Unglaublich. Es gab keinen Propheten, der vor ihm gewarnt hat. Ja, warum haben sie aber davor gewarnt, wenn sie doch wussten, dass er vor dem jüngsten Tag kommt? Das Problem ist, sie wussten es nicht. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste nicht, wann er erscheinen wird. Und wir werden uns nächste Woche, insha'Allah Ta'ala, mit der Geschichte von Ibn Sayyad beschäftigen. Ibn Sayyad ist nämlich ein Mann gewesen, bei dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gedacht hat, er sei Ad-Dajjal. Subhanallah. Also unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte nicht alle Informationen gehabt. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Weil der Koran, interessanterweise, er spricht nicht über den Dajjal, gar nicht. Der Koran, er spricht nicht über den Dajjal.
Wir können uns auch hier eine Frage stellen, warum das so ist. Ja, aber dazu dann vielleicht später, insha'Allah ta'ala. Der Einzige, der über den Dajjal spricht, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die vorherigen Propheten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat aufgezeigt, dass dieser Dajjal eine der größten Versuchungen für die Menschheit ist seit der Schöpfung Adams. Allahu Akbar. Hört euch mal diesen Hadith an. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Ma bayna khalqi Adama ila qiyam as-sa'ati khalqun akbaru min ad-dajjal, amrun akbaru min ad-dajjal. Seit oder von der Schöpfung Adams an bis zum jüngsten Tag wird es keine Angelegenheit geben, die gewaltiger ist als der Dajjal. Boah, was muss das sein? Was muss das sein? Das kann man sich kaum vorstellen, oder? Was muss das für eine Fitne sein? Eine so starke Fitne, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns Muslimen beigebracht hat, dass wir in jedem unserer Gebete vor dem Dajjal Zuflucht suchen sollen, genauso wie wir vor dem Höllenfeuer Zuflucht suchen. Was sagen wir denn am Ende des Gebetes? Es gibt ein Dua, bei dem wir Zuflucht suchen. Wer kennt dieses Dua auswendig? Ja. Sehr gut. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Vor der Strafe des Grabes. Wa azab jahannam. Und ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe von Jahannam. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Und ich suche Zuflucht bei dir vor der Versuchung des Lebens und des Todes. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Bösen und dem Schlimmen, Sharri, der schlimmen Versuchung des Al-Masih ad-Dajjal. Das heißt, als Muslim in meinem Gebet suche ich Zuflucht vor vielen Dingen. Vor der Pein im Grab, Nummer eins. Schlimme Sache. Vor der Strafe der Hölle, das Schlimmste überhaupt. Vor der Versuchung des Diesseits und des Jenseits und dann nochmal explizit vor der schlimmen Versuchung des Al-Masih ad-Dajjal. Der Al-Masih ad-Dajjal wird hier gleichgestellt mit Azab al-Qabr, mit Jahannam, mit all dem. Stellt euch das mal vor. Also, wie schlimm muss diese Versuchung sein? Wäre sie nicht so schlimm, wäre sie nicht so gewaltig, hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht so sehr vor ihr gewarnt. Meine lieben Geschwister, sie wird so gewaltig sein, dass es viele Muslime geben wird, die ihm glauben werden, die ihn befolgen werden. Die glauben werden, er sei wirklich Gott, die sich vom Islam abwenden werden. Es wird Muslime geben, viele, weil sie mit eigenen Augen Dinge sehen werden, wo sie sagen, das kann nicht sein. Das muss Gott sein. Sie werden sehen, wie er aus der Erde Pflanzen sprießen lässt, obwohl sie vorher nicht mehr fruchtbar war. Sie werden sehen, egal wo er hingeht, wird plötzlich Segen sein, Fortschritt sein. Und sie werden sagen, das kann doch nur Gott sein. Sie werden sehen, wie er aus Totem Lebendigen macht. Das kann doch nur Gott sein. Wäre er ein Prophet und würde er behaupten, ein Prophet zu sein, müsste man ihm sogar glauben, weil er nämlich wundervoll sieht. Aber er behauptet, Gott zu sein. Und dementsprechend sagt der Prophet zu Hause, Gott kann nicht einäugig sein. Was ist das für ein Gott, der in seinem Aussehen nicht vollkommen ist? Was ist das für ein Gott, der plötzlich zu Mensch wird? Das macht doch keinen Sinn. Und aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns gewarnt vor ihm. Und nur diejenigen, welche auch bereit sind, den Koran und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Übermittler des Korans zu akzeptieren, werden dementsprechend dann auch vor dem Masih ad-Dajjal geschützt sein und vor dieser gewaltigen Fitne geschützt sein. Nur sie, warum? Weil der Koran spricht nicht darüber. Um es nochmal aufzuzeigen, wir als Muslime sind erst dann wahrhaftige Muslime, wenn wir sowohl den Koran verinnerlichen,
als auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diejenigen, die heutzutage versuchen, die Muslime von der Sunna abzubringen, weil sie sagen, ja, die Sunna ist nicht zeitgemäß und sie führt zu einem falschen Verständnis vom Koran und weiß ich nicht was und versuchen dann bestimmte Ayat so umzuinterpretieren, dass sie überhaupt keinen Sinn mehr machen, dass man auch bestimmte grundlegende Dinge im Islam aufhebt, nur damit man den Islam moderner macht. Ja, das sind Leute, welche im Grunde genommen der Religion mehr schaden, als ihr Nutzen bringen. Hier nochmal ganz wichtig. Nehmt euch in Acht, meine lieben Geschwister im Islam, vor Leuten, welche versuchen, die Religion zu verdrehen, nur damit sie uns passt. Weil diese Leute, sie bringen uns am Ende komplett vom Glauben ab. Sie sagen zwar, nein, ich versuche den Glauben in einer schönen Weise zu erklären, damit die Menschen ihn akzeptieren können. Aber meine lieben Geschwister im Islam, der Islam ist schön. Er muss nicht verändert werden, um schön zu sein. Was ist unser Problem? Unser Problem, dass unsere Fitra nicht mehr schön ist. Und dass unsere Fitra sich verändert hat. Und deswegen wir Dinge für gut halten, die eigentlich nicht gut sind. Und das ist das Problem. Und was passiert mit einem Menschen, das ist ein kleiner Exkurs jetzt, was passiert mit einem Menschen, dem jetzt vorgegaukelt wird, guck mal, der Islam ist so und so und so und all diese Dinge, die behauptet werden, es gibt kein Kopftuch im Islam, es ist alles Quatsch, Kopftuch gibt es nicht und du musst eigentlich auch nicht beten, das Gebet ist keine Pflicht und eigentlich musst du auch nicht fasten, das ist alles freiwillig. Diejenigen, die versuchen, jetzt den Islam so darzustellen, das sind diejenigen, die am Ende die Menschen vom Islam wegführen werden. Warum? Weil wenn diese Person sich dann mit dem Islam weiter beschäftigt und dann merkt, ach, es ist doch so, dass man beten muss und dass das Kopftuch doch ein Gebot ist und dass es doch bestimmte Aspekte gibt im Islam, die so sind. Ja? Was wird er dann sagen? Ah, dann ist der Islam nicht die richtige Religion für mich. Warum? Weil ich bin ja davor geflohen. Und ich dachte, der Islam wäre anders, wenn der Islam nicht so ist, also verlasse ich die Religion. Daran besteht die Gefahr. Der Messias Dajjal, meine lieben Geschwister im Islam, ist also diese gewaltige Fitne. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bevor wir insha'Allah ta'ala dann nochmal im Detail darüber sprechen werden, er hat uns sogar aufgezeigt, wie wir uns dafür schützen können. Indem wir nämlich die ersten Verse, die ersten 10 Verse von Surat al-Kahf rezitieren und auch die letzten 10 Verse von Surat al-Kahf rezitieren. Weil Surat al-Kahf nämlich jene Sura ist, welche vor dem Dajjal schützt. Kommen wir noch zum nächsten Punkt, insha'Allah, mit dem wir heute abschließen werden, bi'izna al-Sawajal. Und zwar, was bedeutet denn eigentlich das Wort Al-Masih Dajjal? Was heißt Al-Masih und was heißt Al-Dajjal? Es wird überliefert von, wie heißt er, As-Suyuti, dass er gesagt hat, dass es für Al-Masih Dajjal, für das Wort Al-Masih, ich weiß nicht, ich glaube, er hat 25 Bedeutungen dafür gefunden. 25 Bedeutungen für das Wort Messias. Wir beschränken uns auf 2 oder 3. Und zwar Messias kommt von der Wortwurzel Masaha. Und was bedeutet im Arabischen Masaha? Was sagen die Araber? Was sagt ihr? Was heißt Masaha? Ja, die Schwestern, die arabischen Schwestern. Was heißt Masaha? Wischen. Im Sahtawila wischt man den Tisch ab. Ja? Das ist Wischen. Gut. Und der Messias Dajjal heißt so, weil damit gemeint ist, es ist dann ein Partizip, Passiv von Memsuh, weil er Memsuhul Ain ist, sein Auge ist weggewischt. Also er hat nur ein Auge. Er hat nur ein Auge. Das ist eine Bedeutung. Andere sagen, der Messias ist derjenige, und das ist der Partizip aktiv von diesem Verb, von Masih, derjenige, der auf der Erde so viel umherreisen wird, als würde er sozusagen die Erde wegwischen. Weil er sozusagen von Ort zu Ort gelangt. Und deswegen heißt er was? Al-Masih. Andere haben gesagt, nein, auch vom Partizip aktiv, also vom Masih. Er ist jemand, der, wenn er sozusagen etwas berührt, es dann eigentlich zerstört, auch wenn es in den Augen der Menschen dann gut geworden ist. Aber in Wirklichkeit zerstört er die Sache und macht sie kaputt. Im Unterschied zu dem Al-Masih, Isa alayhi salam, der, wenn er die Menschen berührt hat, sie gesund gemacht hat. Mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und daran erkennen wir, es gibt verschiedene Bedeutungen für Al-Masih. Es könnte natürlich auch sein, dass mit Masih Messias gemeint ist. Also derjenige, der erwartet wird. Und er dementsprechend ein Lügen-Messias ist. Also er wird sich aufgeben als jemand,
den die Menschen erwarten, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Lügner. Und hier kommen wir schon zu der zweiten Bedeutung, von dem zweiten Wort, nämlich Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Dajjal ist eine sogenannte Sirat Mubalagha, eine Steigerungsform von dem Wort Dajjal. Und was heißt denn Dajjal? Dajjala. Was bedeutet das denn? Dajjala. Das arabische Wort Dajjala. Was heißt das? Lüge? Ja, es ist eine Form von Lüge. Und zwar ist es eine Form von Lüge, wo ich versuche, jemandem anderen weiszumachen, dass es sich hierbei um die Wahrheit handelt. Also ich lüge nicht nur einfach, sondern ich versuche noch auf sozusagen tricksigem Wege, jemandem weiszumachen, guck mal, es ist genauso wie wenn jemand behauptet, so, ich kann, weiß ich nicht, Seelen hervorrufen aus dem Seelenreich und dann bringt er Leute zu sich, wie es ja teilweise in arabischen Ländern auch üblich ist, ja, und dann spricht er mit den Seelen, ja, angeblich, und erzählt dann den Leuten irgendetwas aus dem Seelenreich und was, weiß ich, in der Zukunft geschehen wird für irgendeinen Wahrsager, das nennt man was? Dajjal, der betrügt die Menschen. Der gaukelt ihnen etwas vor. Also ein Gaukler, kann man sagen. Ja, schönes Wort, Gaukler. Der gaukelt den Menschen etwas vor, was er gar nicht ist, subhanallah. Und dementsprechend, al-Masih al-Dajjal ist der Lügen-Messias, der sich als etwas ausgibt, was er in Wirklichkeit überhaupt nicht ist. Und wir werden, insha'Allah ta'ala, meine lieben Geschwister, in der nächsten Woche seine Eigenschaften kennenlernen, wie er aussieht, seine Geschichte kennenlernen. Die Geschichte von Ibn al-Sayyad, war es al-Dajjal gewesen oder nicht? Ebenfalls werden wir uns überlegen, gut, ist der Dajjal momentan schon anwesend oder kommt er noch? Lebt er gerade auf einer unbekannten Insel, wie aus der Überlieferung von Tamim al-Dadi hervorgeht? Oder ist diese Überlieferung nicht ganz authentisch? Dass wir davon ausgehen können, dass Dajjal gar nicht anwesend ist. All das sind Fragen, insha'Allah ta'ala, mit denen wir uns dann ganz ausführlich bi'iznillahi azza wa jal in der kommenden Woche beschäftigen werden. Weil es da einiges zu sagen gibt, inshallah, und wir müssen uns auch ausgiebig mit ihm beschäftigen, weil er ist, wie gesagt, die größte Fitne überhaupt. Und ich kenne viele muslimische YouTuber, die sich so ein bisschen mit dem Thema Atheismus beschäftigen, etc. und auch in der Dauer sehr aktiv sind, die sagen, dass vieles momentan getan wird, um den Dajjal zu empfangen. Vieles momentan getan wird, sowohl medial als auch auf sozialen Netzwerken, sogar bei den Kindern, in Kindertrickserien, um den Dajjal zu empfangen. Allahu a'lam, ob das immer stimmt oder nicht, aber ja, ehrlich gesagt muss man sagen, wenn heute der Dajjal wirklich kommen sollte, kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, dass es viele, viele Menschen geben wird, die ihm befolgen werden. Viele, viele Menschen geben wird, die ihm befolgen werden. Möge Allah Ta'ala uns festigen auf seinem Wege. Amin, ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, jazakum Allahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Inna insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu assalihati wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.